Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia. Guten Morgen, Annette. Paragraph 146 und 147. Jetzt kommen wir auch schon mal in einen weiteren Bereich, die zweckmäßigste Anwendung der nach ihrer eigentümlichen Wirkung bekannten Arzneien zum Heilen. Wir kommen also zum dritten Punkt des Geschäftes, Richtig. nämlich die zweckmäßigste Anwendung. Der dritte Ja. Punkt des Geschäftes eines echten Heilkünstlers betrifft die zweckmäßigste Anwendung der auf ihre reine Wirkung in gesunden Menschen geprüften künstlichen Krankheitspotenzen Arzneien zur homöopathischen Heilung der natürlichen Krankheiten. Genau. No? Genau. So, gehen wir mal kurz hier Oder hm, drauf. Ja. So, ne? also das, was wir in der Vergangenheit eigentlich betrachtet haben, ist jetzt zuerst mal hier, wir haben unseren Kranken hier links. Ja. So, unser Kranker, der wirklich sehr geschwächt aussieht. Ja. Und das erste Geschäft, wie Hahnemann so das betrachtete, ja, das erste Geschäft war erstmal festzustellen, was hat der denn? Ja, das war unsere Anamnese. Ja. Also den Kranken zu befragen, beziehungsweise die Umstehenden und so weiter. Also einfach die Symptome herauszufinden, woran leidet dieser Patient. Das zweite Geschäft ist symbolisiert durch diese Arznei. Ja? Das war die Kenntnis der Arzneikräfte. Ja? Das war eben festzustellen, was können denn die verschiedenen Arzneien? Ja? Und das, womit wir uns jetzt beschäftigen, ist Nummer drei, das ist hier und jetzt. Ja, wenn wir diese beiden Sachen haben, wir wissen, woran der Kranke leidet, wir wissen, welche Möglichkeiten die verschiedenen Arzneien uns bieten, und jetzt müssen wir das irgendwie kombinieren. Jetzt müssen wir mit der Arznei unseren Patienten behandeln und müssen auch herausfinden, welche Arznei nehmen wir und so weiter. Ja, also das wäre jetzt so diese Zusammenfassung von unseren drei Teilen. Ja, und dann geht es auch hier dann gleich los. Die homöopathisch passendste Arznei ist die hilfreichste, ist das spezifische Heilmittel, sagt der Paragraph 147 zusammengefasst, bei welcher unter diesen nach ihrem Menschenbefinden Veränderungskraft, schönes Wort, nicht wahr? Nicht wahr? Menschenbefindens Veränderungskraft. Also die No? haben die Kraft, das Das Befinden des Befinden Menschen zu des Menschen verändern. zu verändern. Genau. Also, wir werden ab jetzt immer das Wort Menschenbefinden Veränderungskraft benutzen statt Heilkraft. Ich werde mir das jetzt mal merken. Also, das ist bei welcher unter diesen nach ihrer Menschenbefindens Veränderungskraft ausgeforschten Arzneien man nun in den von ihr beobachteten Symptomen das meiste Ähnliche von der Gesamtheit der Symptome einer gegebenen natürlichen Krankheit antrifft. Diese Arznei wird und muss das passendste, das gewisseste homöopathische Heilmittel derselben sein. In ihr ist das Spezifikum dieses Krankheitsfalles gefunden. Okay, Tata, ne? Darum genau. geht es. Darum geht es. Eigentlich haben wir uns ja schon vorher immer mal wieder damit beschäftigt, ja? Das ist ein Bild, was ihr eigentlich noch schon kennen müsstet. Das hatten wir so ziemlich am Anfang irgendwann mal, ja? Das war eben unser Patient hier. Der leidet an einer Krankheit. Wir haben diesen Krankheitskraken, der an verschiedenen Stellen des Körpers eben Symptome, so dieses Sternchen aufzeigt, ja. Und unser Therapeut hier rechts, ja, der sucht also jetzt irgendein Arzneimittel, mit dem er diese Symptome hier entfernen kann, ja. Nämlich diese Gesamtheit der Symptome, alle Symptome, die diese Erkrankung, diese Krankheitskrake in diesem Körper hervorruft, die versucht er eben zu heben, ja, also wegzumachen, zu entfernen, ja. Und dazu ist es eben nötig, bei unseren Arzneien festzustellen, welche Arzneien sind denn in der Lage, auf all diese Symptome, die wir hier haben, irgendwie zu wirken. Und da ist es eben wichtig, auf die Gesamtheit der Symptome zu gehen und eben zu gucken in den Möglichkeiten, die die Arzneien eben anbieten, was sie bei einem Gesunden hervorrufen können, da eben ein Mittel zu finden, bei dem sozusagen die Symptome des Kranken eine Teilmenge der Symptome des Arzneimittels sind, die dieses Arzneimittel hervorrufen kann. Ja, das jetzt einfach mal mathematisch erklärt. Ja. Ja, die Teilmenge könnte man also zum Beispiel hier dran auch sehen, dass deine Krake zwar auch rosa,
Fangarme hat. Die hat hauptsächlich rosa Fangarme, die dem entsprechen, was der Mensch da hat. Aber sie hat eben auch andersfarbige, weiße. Sie kann also auch anderes noch. Aber es geht ja nur Genau. darum, was jetzt von ihr zu der Krankheit oder zu den Leiden, den Beschwerden des Kranken passt. Genau. No? Sehr schön. Okay. Ja, da sind wir heute. Am Ende ist eine kurze Folge gewesen, aber wir wollen uns halt einfach die nächsten Paragraphen mal, weil sie eben zusammengehören, dann eben Schritt für Schritt weiter damit beschäftigen. Deshalb machen wir für heute auch Schluss und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, dir natürlich auch und tschüss.